getrottelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Du musst ja sowieso gleich die Führung übernehmen, ne? Wer, ich? Ja, wenn der Rockdox vorne ist, endlich. Ja, dann fahrt mal langsamer. Der hat gerade geankert. Ach so, dann das dauert noch ein bisschen. Es ist blöde Mikrofonkabel, ich brauche ein Kabelbinder, ey. Oh, 20% Schaden. Rockdox, der Rockdox ist auch der einzige Mensch, der für ein Headset einen Kabelbinder braucht, ey. Mikrofon. Ja, noch schlimmer. Ich hätte es. Das macht's nicht besser, Rocktox. Doc, du bist noch ganz vorne, ne? Spielbär ist ganz vorne. Bist du gerade durch die Mautstelle? Ja. Ja, okay. Wir sind gerade durch die Mautstelle. Mutter hau mal bei 60 so, sowas dem Tempomaten rein oder sowas. Okay. Ich sehe es ja da hinten in der Entfernung. Was siehst du denn da wieder? Auf der Autobahn zu parken? Nee, der Doc. Ja, dann komm her, Kleiner. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ja. Also du hast noch eine Rechnung mit mir offen. So. Ja, das kommt davon, wenn man regelgerecht fährt und immer rechts da. Da muss man immer warten, bis die Trinity da aus dem Quark kommt. Und dann hast du die Motorfehlfunktion und dann ist doch alles scheiße hier. Du hast doch einen Guten vor dir, der komisch fährt. Halte mich an die Straßenverkehrsordnung. Was habe ich denn jetzt? Ich habe immer noch 41%, ja, naja. Und bitte nicht direkt rüberziehen. Mach am besten ganz, ganz viel Abstand zu mir, bevor du rüberziehst. Ja, ganz viel Abstand. Reicht das? Wer redet denn jetzt da von jetzt. Mir, oder was? Nein, jetzt. Ich rede über Rocktox. Ach so. Über wen sonst? Mit über. Ja, was habt ihr über wen sonst? Hat auch noch eine Geschelle bekommen. Freunde, was ist denn jetzt? Ihr müsst mir Bescheid geben, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich mich locker überholen könnte, weil ich ja ständig hinterherhänge, weil ich ja irgendwie, ne? Ja. Der Motor ist jetzt wieder aus, in dem Moment! Mannheim, wir sind in Mannheim. Ja. Wo sind die Söhne? Wir sind in Mannheim. Wir fahren jetzt geradeaus weiter hier einfach, ne? Also er sagt bei mir, wir müssen rechts weg. Bei Mannheim? Und dann links rüber. Ja, ich hab's überholt. Ausgedreht. Rechts weg und links rüber. Nach Straßburg. Wo müssen wir denn jetzt hin überhaupt? Nach Mannheim. Rechts rüber. Rechts wegfahren. Rechts rausfahren. Aber erst Mannheim. Die zweite, oder? Die zweite ist die Werkstatt. Fuck! Ja, komm, lass uns doch mal zur Werkstatt hinfahren. Die zweite Abfahrt ist nach Straßburg rein. Werkstatt ist für den Arsch. Ich hab nur 48% Schaden, solange das Ding nicht halb kaputt Verdammt, ist. Verdammt, da bin ich ja jetzt falsch gefahren. So ein Scheiß. Na gut. Wieso rechts weg, wenn dann fahren wir weiter. Dann fahren wir weiter. Dann fahr weiter geradeaus durch hier. Dann fahren wir die nächste nach. Jo. Ich krieg die, glaube ich, nie wieder heute. Mal gucken, wer eher da ist, Spielwehr. Verdammt, jetzt bin ich ja Geisterfahrer. Scheiße. Oh ja. Team A versus Seitenspiegel-Duell Team B. Hier. Da kommt es erst in Nürnberg an. Ich habe noch 20 Kilometer bis zu meinem Ziel. Scheiße. Eigentlich. Der Boden hier auf der Gerade einfach. Geht's geradeaus oder was? Hier. Jetzt ab, würde ich sagen, ne? Oder? Also Treffpunkt Straßburg. Da müsste ich dann fahren wir Richtung Stuttgart. Und von Stuttgart aus kommen wir doch nach Nürnberg dann. Gut. Gut. Also hat sich jetzt der Konvoi geteilt. Ja. Ja, also ich bin jetzt bei der von unserem. Wir sind zwei Teams, Team A und Team B. Wer zuerst in Nürnberg ankommt? Ja, toll, mit einer Motorfehlfunktion. Ja, aber das bin ich in der Garage. Ja, dafür habt ihr wenigstens einen Navigator dabei. Dafür haben wir jetzt aber Landstraße. Und ich hab eine scheiß rote Ampel. Ja, hallo, ich bin jetzt in der Mannheimer Straßburger Werkstätte. Wo seid ihr? Ich stehe an der Ampel Richtung Mannheim. Wollen wir uns denn nicht wieder vereinigen? Ja, lass uns mal, lass uns doch mal kurz Karte gucken. Lass uns doch zur Werkstatt hier in Straßburg fahren und da vereinigen wir uns wieder. Ja, da gut, kommen wir aber nicht hin. Nee, wir fahren wieder nach Norden Richtung Mannheim hoch, das ist aber scheiße. Ja, das ist das, was Harald eben gesagt hat, rechts. Ja, bin ich auch abgebogen erst. Na gut, es ist Richtung Nürnberg, so fast so irgendwie. Naja. Nee. Ja, fast. Also Spielbär und Guten fahren jetzt weiter hier. Die fahren jetzt Richtung Stuttgart weiter. Ich fahr Guten hinterher. Wir könnten auch Richtung Stuttgart einfach fahren, dann kommen wir auch nach Nürnberg. Wir können ja ein Rennen machen. Ja, mach mal ein Rennen. Bin ich auch dafür. Ich fahr jetzt nach Nürnberg. Wahrscheinlich ist der Sprit wieso eher alle. Ja, dann tank doch mal. Hey, nein. Da überholt mich einer an der Ampel. 20 Kilometer Puffer oder so. Das ist so doof, die Kurve zu nehmen. Ich hab nur 128 Millionen auf dem Konto. Ach, na dann.
Tja, mein Freund. Kannst du dich noch an den Film erinnern? Auf dem Highway ist die Hölle. Ey, du Pisslecke! Der rammt mich! Viel Spaß! Hup, bitte da! Ist eröffnet, hätte ich gesagt. Warum? Trinity! Moment, jetzt krieg ich wegen dem Depp die Kurve nicht. Weil der mich gerammt hat, die Sau. Juhu! Ich stehe jetzt hier so lange, bis wieder rot ist wahrscheinlich. Ich kann mich rausbuxieren. Der Typ hat mich an das Ding dran gedrängt. Also mich gerammt hat, die Sau. Na warte, wo ist mein Phaser? Wo treffen wir uns in Nürnberg? Ziel Tankstelle oder... 22% hinten, jetzt 20%? Edition Nürnberg. Schauen wir mal. Jetzt war ganz doof gefragt. Jetzt kann ich ja euch ja gar nicht mehr überholen. Ihr habt mich um den ganzen Spaß gebracht. Nee, genau. Wir sind ja, jetzt gerade auf der Landstraße. Weil die so rasen müssen, das ist schlimm. Böser, böser Doc. Oh, böser, kacke, Motorfehlfunktion beim Überholen. Huiuiui. Okay. Oder wir haben aber Gegenverkehr, Harald. Ah, ich hab noch eine Idee. Ja, zwei. Das Blöde ist, ich kann auch nicht nebenbei auf die Karte gucken. Das ist ja das Doofe. Der Pissnack hier, wo zu doof zum Fahren ist, der, den überhole ich jetzt. So. Da war da vorne noch so ein Kermit, der hat mich gerammt, die Sau. Der ist, glaube ich, hinter dir, ne? Der überholt mich gerade. Aber ich glaube, von Stuttgart war Nürnberg auch ausgeschildert, ne? Ja, und vor allem, das ist Autobahn. Jetzt bin ich wieder an der Seite dran. Bahn. Wer gibt mal Gas da hinten? Mach ich doch. Gib Gas! Wäre cool ins Feuer. Ja. Das ist echt lustig, ne? Jetzt bei uns heißt es nicht mehr, ey, was machen wir? Fahren wir heute mal Konvoi? Nee, bei uns heißt das, ey, komm, fahren wir mal zwei Konvoi. Ja, auf dem Highway ist die Hölle los. Ach, ein Konvoi kann ja jeder. Wir können zwei gleichzeitig. Ja, Harald, du kannst ja zwei Trucks schon mal überholen. Dann hast du ja schon mal was zu tun. Genau. Und ich fahre jetzt 100, ne? Ja, oh, ja, ich fahre 101. Ja, also wir fahren ungefähr gleich schnell jetzt. Bana. Ich hab sowas von im Griff, Freunde, hier. Ja, Vorsicht, da kommt eine schöne Kurve. Wie sieht's hier die Autobahn aus? Was soll der Scheiß? Kein anderer Truck kommt? Ja. Wer hat hier keine Autobahn gebaut, welcher Arsch? Tja, das war die Franzosen, glaub ich. Straßburg ist in Belgien. Na, bremst du gerade, guten? Nein, Straßburg, aber es geht bergauf und ich habe eine schwere Ladung. Achso, daran könnte es liegen, ja. Sarkozy und so. Soll ich bremsen? Jetzt war aber irgendwie unsinnig, ich glaube, jetzt bin ich in Deutschland. Könnte sein. Wer ist denn überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt hier Landstraße zu fahren? War das auch in Deutschland? Navi. Ja. Dein Navi. Weil dein Navi uns dahin gelotst hat. Oh Mann. Aber dann ist es doch der kürzere Weg, oder? Ja, normalerweise schon. Bestimmt nicht der zeitlich kürzere. Da kann uns doch jederzeit was entgegenkommen, oder? Ich mache hier jetzt erstmal schön Leitpfosten schießen, das ist auch lustig. Bing, es bing, ist nicht ganz unriskant. Ja, 2%. Freunde, seid ihr dran an mir? Ja. Ja. Weil jetzt kommt dann gleich wieder einer, der irgendwie so ein bisschen rumschneckt da vorne. Ja, das ist der Kermit, der euch gerammt hat. Gib's ihm, hau ihm eine rein. Na, Trinity, und nicht so aggressiv. Ja, ich fürchte, der wird nicht für mich bremsen. Wer bremst, verliert. Oh je, ein Rumäne ist das. Probier jetzt mal die Autobahnauffahrt, ohne zu bremsen. Okay. Das ist hier nicht übel. Schön. Das könnte spannend werden, weil beim Beschleunigen auf dem Berg, am Berg gerade, Motorfehlfunktion. Yay. Es kommt davon, wenn du Leitpfosten. Okay, harte bist. Kurve, harte Kurve. Ja. Und danach müssen wir ab. Also, vielleicht fährt er ja geradeaus oder nach links. Boah. Welche Autobahnauffahrt ist denn das? Die erste oder die zweite? Vorsicht, Trinity. Gegenverkehr. Der kriegt auch nicht die Kurve, ha? Nee. Ja, ich lass ein bisschen fliegen hier vorne. Oh, das war knapp. Oh, ich hab ihn Leitpfosten mitgenommen. Auch hinter uns ist auch einer. Auch ein Kermit mit. Ja, aber der andere Kermit ist tatsächlich nach. Woher willst du wissen, dass der aus Frankreich kommt? Der hat so einen FR-Aufkleber hinten drauf. Fuck, wir haben keinen Linksverkehr. Ja, das ist ja nur der Auflieger. Das nee. Nein. Scheiße, ich bin ja nachgefahren. Die erste Auffahrt müssen wir hier. Teilt ihr euch, teilt der Konvoi sich jetzt in drei Teile? Ja, ich hab das Gefühl. Und ich hab mich gerade gewundert, warum die ganzen Schilder im Rückspiegel. Freunde, wir müssen nach links auf der Autobahn. Wir müssen nach links auf der Autobahn. Wir müssen nach links auf der Autobahn. Ich glaub, man auch rückwärts geblitzt wird. Ja, leider. Scheiße, hab ich mich verfahren jetzt? Nice. Mach einen U-Turn! Ja, ich weiß nicht, wo du hin bist! Mach einen U-Turn, hier kommt eh kaum was.
Obwohl, warte mal, nee, wir müssen ja in die Richtung fahren. Da ist die Autobahn, wie kann ich da drauf fahren? Ich bin hinter Darcy. Ja, 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 da kommst du jetzt gleich drauf. Der fährt jetzt Richtung Frankfurt-Stuttgart. Habt ihr mich die erste Auffahrt rechts? Ja, ist mir schon klar, ich weiß nicht, welche Richtung, aber ich muss auf die Straße auf. Ah, das schaut mir gut aus. Da steht Nürnberg-Stuttgart, steht da schon ausgeschildert. Nürnberg. Das ist richtig teuer, die ganze Zeit in Gegenrichtung zu fahren. Ja, ich kann es bestätigen. Okay. Wo ist das Fahrrad abgeblieben? Was will denn das Navi? Das lenkt mich hier jetzt in die Einbahnstraße rein. Außerdem fliegt gerade ein Hubschrauber an mir vorbei. Hä? Bist du versehentlich in Arma gelandet oder so? was ist jetzt los? Du bist gerade in RTL. Harald, nein, dann fährst du auf die falsche Spur. Ja. Willst du jetzt drehen? Ja, ich drehe jetzt, natürlich. Drehen. Was soll ich denn anderes machen? Scheiß Hubschrauber, verpiesel dich! Ich kann die Schilder nicht sehen. Ich glaube, ich sehe euch da hinten. Ich habe doch keine Zeit. Ja, da siehst du wahrscheinlich nur mich. Ich bin der Einzige, der hier noch runter geht. Also mein Name sagt jetzt rechts, aber ich muss ja nach Zürich. Das wird so geil, der Zusammenschnitt aus den verschiedenen Videos hier. Frage Harald, wo ist der Treffpunkt in Nürnberg? Ich weiß nicht mehr, wo Nürnberg ist momentan. Frag mich doch nicht, wo der Treffpunkt in Nürnberg ist. Ich muss auch drin. Ja, es ist ja nur so eine Frage. Harald, möchte wieder woanders hin. Ich bin ein bisschen im Stress gerade hier. Geschwindigkeitsüberschreitung für den Arsch, ey. Da kommt was entgegen, oh shit. Wo ist der Doc? Ist hier der Doc nicht mehr? Das verwirrt mich. Doc kommt erst mal zurück. Ich hab mir eingebildet, der hätte gezeigt, wie ich soll abbiegen. Jetzt sagt er, ich soll wieder zurückfahren. Weiß der Geier. Also Rocknox, wenn du mir gefolgt bist, dann einfach geradeaus. Ja, ich weiß, ich fahr ja noch Nürnberg, aber ich seh dich nicht mehr. Ich hab dich gerade noch gesehen. Scheiße. Ja, ich auch. Der hat angehalten schon, der eine. Oh, schneller fahren. Ja, die melden euch gerade. Ja. Ich gebe jetzt einfach mal. Da kommt jetzt jede Menge entgegen hier, Leute, wenn ihr auf der Gegenspur seid. Ich sag jetzt einfach mal, Treffpunkt ist in Nürnberg in der Garage. Ich höre nur noch hier das Kasching von dem alten Kassenwart. Trinity, links. Ja. Dann abbiegen. Okay, danke. Oh Mann, ey, da kommen Höllenkurven. Das sieht aus wie eine Darmschlinge hier. Ich glaube, ich kotze. Ja. Da wurde schon einer gebannt wegen Wrong Way und Blocking. Oh Gott. Ja. Die Schlinge zieht sich immer enger zu. Ja, und da kommen euch jetzt drei gleich entgegen. Hier steht noch einer auf dem. Warte, da vorne ist ganz kurz kein Asphalt, glaube ich. Dann würde ich direkt rüberziehen. Ja. Ja, toll. Ich bin auch ungefähr noch eine Meile hinter dir. Ja, gib Gas. Ach du Scheiße, da vorne, dieses kleine Stückchen, ne? Ja, das geht schon. Ja, das geht schon. Super, ja. Okay, okay. Alles klar, ja. Ich sehe, ja. Okay, nee. Ihr okay, seid doch alle krank im Schrank, ey. Ich hab noch 77 Liter Sprit. Was meiner ist noch halt voll. Scheiße! Oh! Oh! Oh, scheiße, ey. Was ist? Ah, nix. Ich bin ein bisschen, die Kurve ein bisschen zu hart angegangen und bin ein bisschen auf die linke Spur gekommen und dann kam so ein Idiot gegen ihr, mir da entgegen da. Oh. Verbotenerweise. Okay. Der war deutlich auf meiner Seite, das kann ich im Video beweisen. Ja, ich weiß, ich fahr zu schnell. Okay. Wo bin er da? War schön geradeaus, Spielbär. Wo ist es Nürnberg? Geradeaus, immer schön auf der Fahrt. Wo seid ihr jetzt ungefähr? Auf der Fahrt ihr jetzt nach Zürich? Nein, wir fahren hinter dir her. Ja. Okay, wisst ihr, wo die ich Serpentine bin? Die Serpentine hoch. Ja, die Serpentine hoch, oder? Auf der Serpentine. Wieso denn hoch? Ich fahr runter. Ja, wir sind doch so 3 Meter hinter dir. Ja, wir haben hier so eine Schnarchnase. Ja, komm, Geschwindigkeitsbeschreitung im Arsch. Ach, hat er dich auch erwischt? Mich auch. Ja. Landstraße, ey. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Rockt euch, ich mach mal ein bisschen langsamer.